Einen schönen guten Abend. Seien Sie ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. 22.25 Uhr, ein bisschen später heute am Abend. Klasse, dass Sie wieder mit dabei sind. Tja, er hatte Sie gewarnt, Sie haben es doch getan. Die Bundestagsabgeordneten haben heute so abgestimmt, wie es dem türkischen Präsidenten Erdogan gar nicht gefällt. Von Völkermord an den Armeniern ist in ihrer Resolution die Rede. Und auch wenn es um Ereignisse von vor über 100 Jahren geht, sorgt das für akuten Ärger. Der türkische Botschafter in Deutschland wurde prompt nach Ankara abgezogen. Große Frage, wird jetzt vielleicht auch das Flüchtlingsabkommen platzen? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Franz Josef Jung, der Fraktionsvize der Union, sagt, wir wollen die Türkei nicht anklagen, aber sie muss sich zu ihrer historischen Verantwortung bekennen. Fatih Singal, der Erdogan-Unterstützer, kritisiert das. Das Parlament ist dafür nicht zuständig, es schadet den deutsch-türkischen Beziehungen. Silke Tempel, die Politikwissenschaftlerin, verteidigt die Resolution. Wir dürfen nicht darauf verzichten, nur weil wir einen Deal mit der Türkei haben. Hasnain Kasim war 3 Jahre lang Türkei-Korrespondent des Spiegel und sagt, man darf sich nicht von Erdogan abhängig machen. Als Partner ist er unzuverlässig. Und Jürgen Trittin, der Grünen-Außenpolitiker, stellt klar, die Türkei entfernt sich von Europa. Sie ist auf dem Weg zur Autokratie. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie herzlich in der Runde nochmal. Spannender Tag heute im Deutschen Bundestag. Herr Trittin, es hat viel Drohungen gegeben, vorneweg via Mail, via Twitter, gegen einzelne Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Kam das bei Ihnen auch an und haben Sie mit einer solchen Schärfe gerechnet? Ja, das hat es gegeben. Das sind wir aber gewohnt. Der Deutsche Bundestag hat, glaube ich, mit demokratischem Selbstbewusstsein entschieden, sich nicht einschüchtern lassen. Ich will aber eine Sache sagen, die über das hinausgeht, was nicht normal ist. Mhm. Dass Leute einen per Mail und so beschimpfen, das ist normal. Das gehört auch zur Demokratie, ob in der Form nicht immer. Aber dass jetzt dazu übergegangen worden ist, bei einzelnen Abgeordneten, die türkische Abstammung hatten, die Verwandten unter Druck zu setzen und sie anzumobben für die Position, die ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages hatte, da sind meines Erachtens Grenzen überschritten worden, die in einem solchen Verfahren nicht gehen. Und ich finde, da wäre in der Tat ein klärendes Wort von Menschen, die anderer Auffassung sind als wir, nötig gewesen. Das geht einfach. Mhm. Da wurden Familienangehörige beschimpft und verleumdet. Und ja, ich meine, was könnte mein Bruder für meine Meinung? Mhm. Und so ist das da gelaufen. Das geht einfach nicht. Bei uns ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. Herr Jung, Sie haben auch im Vorhinein gesagt, dass Sie selten so viel Post bekommen haben wie vor dieser Entscheidung heute im Deutschen Bundestag. Erstaunlicherweise waren nun die Kanzlerin, der Vizekanzler und der Außenminister bei dieser Abstimmung nicht mit dabei. Ein Zufall? Also Sie hatten andere Termine und die waren schon offensichtlich vorher festgelegt. Ich kann nur sagen, dass die Bundeskanzlerin bei uns in der Fraktion war, als wir in der CDU-CSU-Fraktion über den Antrag gesprochen haben, darüber debattiert haben und auch dann abgestimmt haben. Also von daher hat sie durchaus an diesem Prozess teilgenommen. Es ist richtig, sie war jetzt heute nicht im Parlament. Aber ich glaube, wir haben heute eine sehr überzeugende und große Mehrheit gehabt für diesen Antrag. Und das fand ich eigentlich ganz gut, denn eigentlich haben wir die Debatte begonnen beim 100. Gedenktag am 24. April des letzten Jahres. Aber damals hatte auch schon der Bundestagspräsident von Völkermord gesprochen. Nur wir hatten unterschiedliche Anträge und haben dann versucht, in den Ausschüssen zum gemeinsamen Antrag zu kommen. Mhm. Zugegeben, es hat etwas länger gedauert. Aber kann man so sagen? Es ist dann, wir haben dann sowohl CDU, CSU als auch SPD und Grüne uns verständigt auf diesen gemeinsamen Antrag, dass heute auch die Linke dazu gestimmt hat und wir nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung hatten in diesem Parlament. Im gesamten Parlament. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Und von daher muss ich sagen, fand ich das ein sehr überzeugendes Votum des Deutschen Bundestages. Heute bei uns in der Sendung Fatih Singal. Herr Singal, Sie sind Rechtsanwalt in Deutschland, jung an Jahren, auch hier geboren und haben für sich entschieden, ein echter Unterstützer Erdogans zu sein und der AKP zu sein. Können Sie uns noch mal erklären, woher nun eigentlich diese Wut und dieser Hass kommt auf eine Resolution, die sich mit einem historischen Ereignis befasst, das 101 Jahre zurückliegt?
Das kann ich gerne versuchen. Ich bin erst gestern aus der Türkei zurückgekommen und konnte da so ein bisschen das Meinungsbild einfangen, was die Bevölkerung denkt. Und die Bevölkerung, die denkt, dass im Prinzip diese Resolution zur Unzeit kommt. Sie fragt sich, warum ist denn das vor 20, 30 Jahren nicht beschieden worden, als die kemalistische Elite, das kemalistische Establishment an der Macht war. Man vermutet, dass man jetzt hier Herrn Erdogan einen Tritt vors Schienbein verpassen möchte und ihm einfach einen mitgeben möchte, weil man ihn als unzuverlässigen Verhandlungspartner eingestuft hat. Und ich glaube, das, was die Türkinnen und Türken stört, ist, dass man hier historisch bevormundet wird. Man fragt sich, warum ist denn überhaupt der Bundestag für eine solche Resolution zuständig? Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich, warum sind denn die anderen Verbrechen vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, warum werden die nicht thematisiert? Warum wird Frankreich nicht thematisiert für die Verbrechen in Algerien? Warum werden die Spanier, als sie noch eine Kolonialmacht waren, nicht thematisiert? Und wenn man mal dabei ist, dann kann man ja auch eine Resolution verabschieden gegenüber den Amerikanern hinsichtlich ihrer Verbrechen gegenüber den Indianern. Das alles verstehen die Leute in der Türkei nicht. Gibt es eine Antwort darauf, Frau Tempel? Sie sind Politologin, Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik. Befassen sich also sehr viel mit diesen außenpolitischen Fragen. Gibt es eine Antwort darauf, warum wir ausgerechnet in diesem Jahr, obwohl wir es letztes Jahr schon hätten tun können, mit einer solchen Resolution um die Ecke kommen und eigentlich zur Unzeit uns ein zusätzliches Problem mit Ankara besorgen? Naja, es kommt ja nicht zur Unzeit. Ich würde sagen, die Antwort ist demokratische Prozesse. Es hätte ja schon zum 100. Jahrestag kommen müssen. Und die Tatsache, dass der Bundestag sich damit beschäftigt, hat ja nicht damit zu tun, dass wir uns mal gerne mit Völkermorden überall auf der Welt beschäftigen wollen, sondern dass das einer ist, der ganz tief auch mit der deutschen Geschichte verstrickt ist. Und das ist ja der Grund, und das ist ja in der Resolution auch festgestellt. Was das Timing betrifft und warum nicht vor 20 Jahren, es hat nie ein gutes Timing gegeben für diese Völkermordresolution oder für eine Art der intellektuell redlichen Auseinandersetzung mit dem Völkermord in den Armeniern, weil das immer auf schlechte Zeiten, vor allem in der Türkei, gestoßen ist. Und was ich hier auch so ein bisschen schade finde, ist, dass gleich gesagt wird, warum wurde das nicht gemacht, als die kemalistische Elite an der Macht war? Der Punkt ist ja der, dass man dahin kommt und sagt, das ist ein Teil der gesamttürkischen Geschichte. Es geht nicht darum, das irgendeiner gegenwärtigen Regierung anzuhängen, sondern schlichtweg intellektuell und historisch redlich festzustellen, was war, damit es Türen öffnet, auch gegenüber den Armeniern. Also dass es jetzt gemacht wird, hat mit dem demokratischen Prozess zu tun. Das sollte im letzten Jahr schon geschehen, das ist in die Ausschüsse verwiesen worden. Jetzt kam es aus den Ausschüssen wieder in den Bundestag, da macht man es halt im 101. Jahr. Ganz normaler Prozess. Geschätzter Kollege vom Spiegel, Herr Kasim, Sie haben bis zum April dieses Jahres noch für den Spiegel aus Istanbul berichtet und können das nun nicht mehr tun, es von Wien aus. Wie vermeidet man, um das quasi vorneweg zu nehmen, dass eine solche Resolution jetzt im Grunde genommen von beiden Seiten instrumentalisiert wird? Also ich habe nicht den Eindruck, dass es instrumentalisiert wird. Okay. Ich glaube, man kann auch nichts vermeiden. Der Punkt ist ja der, man bekommt diese Kritik und diese Drohmails, von der eben die Rede war, ja nicht nur jetzt erst, sondern als Journalist erlebt man in der Türkei, wenn man was Kritisches schreibt, dass sofort Drohungen kommen, immer. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass man das akzeptieren kann, sondern so eine breitbeinige, testosterongesteuerte Art, die inakzeptabel ist. Und das kommt bei jedem Thema, das irgendwie kritisch ist. Es gibt keine vernünftige Auseinandersetzung. Und man stellt ja fest mittlerweile in der Türkei, dass sehr viele Menschen dort auch schon sich, auch Türken, also Einheimische, sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, wenn sie in irgendeiner Form kritisch ist. Und das ist eigentlich das Problem in der Türkei, dass wir eine Unfreiheit erleben, eine Erosion der Freiheit, die es gab, dass da eine Stimmung sich breit macht. Und ich befürchte, es wird sehr, sehr schwierig sein, das wieder rückgängig zu machen. Das ist das Gefährliche. Das ist das Gefährliche momentan. Vielleicht gestatten wir uns noch mal einen Blick auf diese Abstimmung heute und warum sie so bedeutsam ist, auch 101 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen noch, und was die Deutschen damit zu tun haben. Herr Trittin, genau diese Formulierung findet sich nun in der Resolution des heutigen Tages wieder, die von Joachim Gauck. Warum hat es extra noch mal eine Erklärung des Deutschen Bundestages in gleichem Wortlaut gebraucht? Ich glaube, weil es wichtig ist, dass wir als Abgeordnete, als Ausdruck des Souveräns dieses festhalten. Da steht noch was weiter, da stehen ja noch zwei weitere wichtige Dinge drin. Das eine ist der Aufruf, diese Geschichte gemeinsam zwischen Armeniern und Türken auch tatsächlich zu bearbeiten und zu einer Versöhnung zu kommen. Und das zweite ist das Bekenntnis zur eigenen Verantwortung, ja, zur Mitschuld, die Deutsche auf sich geladen haben. Deswegen finde ich diese Hinweise, wir würden uns in andere Angelegenheiten einmischen, ganz abwegig. Aber mir hat diese Reaktion, die auf diese Geschichte gekommen ist, hat mich an einen Teil
eigener politischer Erfahrung erinnert. Als ich zur Schule ging, hat man uns immer gesagt, der Zweite Weltkrieg, das war Hitler und die SS. Und die haben diese arme Wehrmacht missbraucht. Und dann kam die Wehrmachtausstellung, die belegt hat, dass dieser Vernichtungskrieg im Osten von den ganz normalen Soldaten und Polizisten betrieben worden ist. Das war ein Riesenaufschrei in Deutschland. Viele fühlten sich da persönlich angegriffen. Aber ich glaube, nachdrücklich können wir alle sagen, es war gut, dass wir uns zu dieser Wahrheit in unserer eigenen Geschichte, zu dieser verbrecherischen, zu dieser schrecklichen Wahrheit ein Stück uns klar geworden sind. Erst wenn man die Geschichte klar hat und die Tatsachen der Geschichten, finde ich, kann man auch vernünftig Zukunft gestalten. Mhm. Hätte es, Herr Jung, dennoch einen Moment gegeben, einen besseren Moment gegeben, der Türkei gegebenenfalls auch diesen Hinweis geben zu wollen, dass es sich leichter in die Zukunft schauen lässt, wenn man ein einigermaßen präzises Bild von der Vergangenheit hat? Hätte es einen günstigeren Zeitpunkt gegeben? Gut, ich glaube, der Zeitpunkt hat sich so ergeben, durch dass wir eben diese Debatte dann auch in den Ausschüssen hatten. Aber ich will noch einmal unterstreichen, dass diese Formulierung, die gerade der Bundespräsident auch gewählt hat, dass wir die auch schon in unserem Antrag hatten zum 100. Gedenktag, also schon vor einem Jahr. Das heißt im Klartext, wir hatten auch diese Formulierung schon mit dem Antrag. Wir haben jetzt das noch einmal in die Überschrift gehoben. Von daher will ich nur deutlich sagen, ist vom Akzent her hat sich dort so viel nicht verschoben. Es sind zwei Dinge noch erweitert worden. Die Frage der Mitverantwortung. Denn das Deutsche Reich war der militärische Hauptverbündete des Osmanischen Reiches. Aber auch, und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass wir sagen, man muss sich zur Vergangenheit, auch zur historischen Verantwortung bekennen. Aber es ist eben ein Unterschied und das, glaube ich, ist ein Punkt, den wir gegenüber der türkischen Regierung, aber auch der türkischen Bevölkerung noch etwas deutlicher unterstreichen müssen. Es ist A, die Schuld damals der jungtürkischen Regierung, aber es ist nicht die Schuld der heutigen Regierung oder der heutigen Bevölkerung. Aber man muss auch als Volk zu einer Verantwortung irgendwo stehen. Denn nur wer letztlich zu dieser auch historischen Verantwortung steht, hat die Chance, Versöhnung und Aussöhnung zu betreiben. Und dieser Prozess, wenn ich das nur noch kurz sagen darf, der war ja schon einmal im Gang. Und den aber da einen neuen Impuls zu setzen, um vielleicht dorthin zu kommen, das war auch mit Anliegen unseres Antrags. Ja. Und der ist nun aber gänzlich missverstanden worden, Herr Singerl. Sie merken schon, wir sind jetzt bei Ihnen. Selbst wenn man sich diesen Geschichtsunterricht aus Deutschland verbittet in der Türkei, glauben Sie denn, dass man tatsächlich in diesem Prozess fortfahren sollte, sich mit dem Unrecht gegenüber den Armeniern zu befassen, egal ob jetzt mit Historikerkommissionen oder auch auf andere Wegen? Den Prozess, den sollte man auf jeden Fall fortführen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Resolution ihren Beitrag dazu geleistet hat. Ich sehe das im Prinzip genauso wie unsere Staatsministerin für Integration, die gesagt hat, ich glaube, dass diese Resolution eher dazu führen wird, dass Türen verschlossen werden. Und das ist jetzt ein Faktum. Der türkische Botschafter ist heute wieder zurück nach Ankara bestellt worden und über weitere Maßnahmen wird beraten. Und Herr Jung, Sie haben es gerade eben erwähnt, es gab ja wirklich Annäherungsversuche, um diese historische Aufarbeitung durchzuführen. Und der Herr Erdogan, damals noch Ministerpräsident, der hat eine Art Mini-Kulturrevolution vollzogen, als er gesagt hat, wir teilen das Leid der armenischen Bevölkerung. Mhm. Das hat es seit Republiksgründung 1923 in der Türkei nicht gegeben. Mhm. Und einfach nur mal, er hat selber gesagt, ich möchte ein Zeichen setzen und hat eine armenische Kirche auf dem Wannsee hat er restaurieren lassen und hat den Luftraum zwischen Armenien und Türkei geöffnet. Das alles waren halt wichtige Schritte, um zu zeigen, wir sind an einer historischen Aufarbeitung interessiert. Mhm. Und das Angebot aus Ankara an die Armenier kam, oder an das Land Armenien, muss man sagen, dass man eine Historikerkommission gründet, besetzt aus Historikern, Juristen, paritätisch besetzt, meinetwegen auch aus anderen Ländern wie die Russen, Deutsche oder Briten. Dieses Angebot wurde von Armenien abgelehnt. Das wurde vom Verfassungsgericht kassiert. Sie sprechen von Leid, Sie sprechen von Tragödie, aber Sie stoßen sich an dem Wort Völkermord, auch wenn über 1 Million Armenier in diesem Ersten Weltkrieg gestorben sind. Völkermord oder Genozid ist ein juristischer Begriff und dieser Begriff setzt eine systematische Vernichtungsabsicht voraus. Und genau diese Frage, die muss halt untersucht werden im Rahmen einer solchen Historikerkommission. Mhm. Und wenn man jetzt ohne all das aufgearbeitet hat, einfach sagt, das sei ein Völkermord, so verkommt dieser Begriff nach meinem Dafürhalten zu einem politischen Kampfbegriff. Und ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Ich finde, Deutschland hätte hier auch anders reagieren können. Mhm. Deutschland hätte durchaus eine Vermittlerrolle
einnehmen können. Und da hätte wahrscheinlich sowohl die armenische als auch die türkische Seite Deutschland als Vermittler akzeptiert. Man hätte über diplomatische Kanäle, gar nicht so auf allerhöchster Ebene, sondern auf unteren Ebenen, hätte man vermitteln können. Und ich glaube, das würde der Sache eher gerecht werden. Wenn man, Herr Trittin, selbst der Auffassung ist, wie die meisten Historiker, dass es sich um einen Völkermord, um einen Genozid an den Armeniern handelte im Ersten Weltkrieg, könnte man nicht trotzdem eine solche Historikerkommission einsetzen? Es hat ja niemand etwas gegen eine solche Kommission. Aber wir hatten zu beurteilen, für uns auch, was war unser Anteil daran, dass im Ersten Weltkrieg über die Kriegshandlungen hinaus diese Gräuel passiert waren. Mhm. Und nach dem, was wir in langen Diskussionen festgestellt haben, ist, dass über Berichte deutscher Konsuln, die sich darüber beschwert haben, dass die Leichen den Tigris runtergeflossen sind, der zuständige Militärmensch des Kaiserreichs reingeschrieben hat, das ist hart, aber es ist nützlich. Das heißt, die systematische Vernichtungsabsicht war dort bekannt und es ist nichts unternommen worden. Und ich bin selber sehr zurückhaltend mit dem Begriff. Ich habe manchmal das Gefühl, wir verwenden den Begriff Völkermord manchmal zu leichtfertig. Mhm. Aber dieser Umstand, fast bis zu 1,5 Millionen Menschen allein wegen ihrer Ethnie in den Tod zu treiben, das erfüllt die klassische Bedingung des Völkermordes. Und ich finde, das kann und muss ein demokratisches Parlament, wenn die eigenen Vorfahrregierungen daran beteiligt oder sich mitschuldig gemacht haben, auch als sowas klar benennen, dann darf man nicht drum rumreden. Herr Kasim, es ist interessant, Sie haben in einem Artikel für Spiegel Online geschrieben, dass im Ersten Weltkrieg die Deutschen zu diesen Gräueltaten schwiegen, weil sie die Türken als Verbündete brauchten. Genau. Und dass man daraus eine Lehre ziehen kann. Welche? Naja, zum einen, dass man grundsätzlich nicht schweigen darf zu solchen Themen, zu Menschenrechtsverletzungen, zu Kriegsverbrechen, zum Völkermord, dass man dazu nicht schweigen darf und schon gar nicht, wenn man selber eine Verantwortung daran trägt. Und die Deutschen haben eben nicht nur geschwiegen und weggeschaut, sondern das ist ja auch hier schon angeklungen, haben aktiv daran teilgehabt. Der Chef des Osmanischen Heeres war ein deutscher General, General Schellenberg. Mhm. Insofern, die hatten aktiv Teil daran und das muss aufgearbeitet werden. Und wichtig ist natürlich, dass es jetzt bei dieser Resolution nicht einfach bleibt, dass man sagt, jetzt haben wir die Resolution und damit ist die Sache für uns erledigt, sondern im Gegenteil, natürlich brauchen wir jetzt eine weitere Aufarbeitung. Man kann aber von Völkermord nach dem jetzigen Stand der Dinge sprechen, yeah, ist meine Ansicht. Und man muss jetzt aber weiter aufarbeiten, wie groß war die deutsche Schuld. Es gibt noch viele Archive, die beackert werden können, viele Dokumente, die man sich noch anschauen kann. Da ist also noch viel zu tun und das muss man jetzt natürlich weitermachen. Mhm. Wir bleiben alle schwer in dem inhaltlichen Bereich und gucken uns trotzdem, Frau Tempel, vielleicht die politischen Konsequenzen noch mal an. Der türkische Botschafter ist abgezogen, es ist der deutsche Gesandte einbestellt in Ankara. Wie weit kann dieses Zerwürfnis noch gehen? Naja, ist ja nicht das erste Mal, dass der deutsche Gesandte einbestellt wird. Ist auch nicht das erste Mal, dass ein Botschafter, ein türkischer Botschafter nach einer Völkermordresolution abgezogen hat. Das ist ja, das würde ich mal sagen, das ist jetzt fast schon das übliche Ritual. Das Problem, das wir haben mit allem, was historisch festzustellen ist, und das Wort Genozid ist ja im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Armeniern überhaupt erst entstanden, nur um das nochmal festzustellen, ist, dass wir es mit jemandem zu tun haben oder eine Regierung zu tun hat, die im Grunde genommen mit Schmackes die Tür zuwirft und sich dann darüber beschwert, dass die Tür zu ist. Es ist einfach unglaublich schwierig, über schlichte historische Tatsachen zu diskutieren und zu einem Verständnis zu kommen und zu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise die Ehre und den Stolz der Türken kränken will. Wir wollen doch im Gegenteil mal davon ausgehen, dass die Türkei stark und selbstbewusst genug ist, um auch auf die negativen Seiten ihrer Geschichte zu schauen. Das ist ja eigentlich für mich so ein bisschen das Erschütternde an der Diskussion, dass bei der ganzen Klage, dass man nicht ernst genommen würde, eigentlich man sich selber nicht ernst nimmt. Das Zweite ist, ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt so ankoppeln müssen an den Türkei-Deal. Der Türkei-Deal betrifft auch ein paar ganz genuine Interessen der Türkei. Es geht schlichtweg darum, in irgendeiner Weise etwas Ordnung hineinzubringen in eine Flüchtlingswelle, die uns ja alle auch in Europa etwas übermannt hat und bei der die Türkei in der Tat sehr viel mehr getragen hat, als wir es hier getragen haben. Da sehe ich schlichtweg, da sind Interessen vorhanden, da muss man sehen, wie der dann auch umgesetzt wird, ob er gut umgesetzt wird. Und da gehe ich mal
vielleicht bin ich da etwas optimistisch, schon davon aus, dass die Interessen, die da drin involviert sind und die die Türkei durchaus hat, den verletzten und gekränkten Stolz, der jetzt mal wieder zur Schau getragen wird, doch überwiegen. Wir kommen noch mal auf jeden Fall zu dem Deal und zu den Auswirkungen auf genau dieses Abkommen, dieses Rückführungsabkommen mit der Türkei. Trotzdem noch mal die Frage, Herr Jung, an Sie. Wollten die Bundestagsabgeordneten heute tatsächlich Herrn Erdogan ärgern oder Angela Merkel? Nein, darum ging es überhaupt nicht. Weder noch. Wir wollten zu einem historischen Sachverhalt, wo Deutschland eine Mitverantwortung trägt, eine korrekte Beschreibung, eine wahrheitsgemäße Beschreibung, aber daraus die Konsequenz ziehen, einen Aussöhnungsprozess, einen Versöhnungsprozess in der Gegenwart und der Zukunft zu gestalten. Schauen Sie, 2009 hat bereits die armenische und die türkische Regierung das Zürcher Protokoll vereinbart, wo es darum ging, wissenschaftliche Aufarbeitung, wo es darum ging, die Grenzen zu öffnen, wo es darum ging, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Dieses Protokoll ist aber nie ratifiziert worden. Und wir wollen mit unserem Beitrag leisten, auch indem wir beispielsweise derartige Aktivitäten unterstützen, auch von Seiten der Bundesregierung, dass es hier zu einem entsprechenden Versöhnungs- und Aussöhnungsprozess kommt, dass wir einen neuen Impuls setzen. Und ich kann nur sagen, nur wer sich zur Vergangenheit bekennt, der hat auch die Chance zur Versöhnung und Zukunft zu gestalten. Das ist unser entscheidender Impuls gewesen für diesen Antrag. Aber es wurde im Vorhinein natürlich so viel darüber gesprochen, wie sehr wir vor Erdogan kuschen, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wahrscheinlich gar nicht mehr anders konnten, als für diese Resolution zu stimmen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ein Abgeordneter sich in seiner freien Entscheidung so verhalten hat, dass er gemeint hat, er müsste vor Herrn Erdogan kuschen oder vor anderen. Ja, oder wir sind ja von verschiedensten Seiten dort entsprechend mit E-Mails und anderen Dingen konfrontiert worden. Also ich will nur sagen, wir sind ein frei gewähltes Parlament. Wir haben, denke ich, auch die Chance und auch selbstverständlich die Verpflichtung, zu entsprechenden Sachverhalten Stellung zu nehmen, insbesondere dann, wenn auch Deutschland hier eine Mitverantwortung trägt. Und ich will auch noch mal eins sagen. Wir haben ja nun unsere eigene Geschichte. Herr Trittin hat auf einen Sachverhalt hingewiesen. Yeah. Wir wissen, wie schwer es war, sich mit den Nachbarn und mit Völkern auszusöhnen, denen wir unendlich viel Leid zugefügt haben. Und wir haben in der Resolution auch stehen, dass der Holocaust selbstverständlich was Einzigartiges war, dass wir hier keine falsche vergleichen wollen. Aber deutlich zu machen, dass man nur zur Aussöhnung kommen kann, wenn man auch sich zu dieser Verantwortung bekennt, das, glaube ich, war unser entscheidender Impuls. Und das wollten wir auch damit deutlich machen. Eine kleine Zwischenfrage. In der Zeit der Kreditkrise mit Griechenland wollten wir Deutschen auch nicht so gerne an unsere Schuld erinnert werden. Also schauen Sie, der Zeitpunkt, Sie können immer über Zeitpunkte diskutieren. Wir hatten schon zum 90. Gedenktag auch eine Debatte im Deutschen Bundestag. Ich sage noch einmal, zum 100. Das heißt, vor einem Jahr hat unser Staatsoberhaupt, sprich Bundespräsident Gauck, von Völkermord geschworen. Unser, wenn ich so formulieren darf, erster Mann im Deutschen Bundestag, Norbert Lammert, hat von Völkermord gesprochen. Also von da ist das jetzt nicht, wenn Sie so wollen, ein völlig neuer Sachverhalt. Es ist ein großes Votum des Parlaments zu dem Sachverhalt, aber eindeutig auch der Akzent, der sich in die Zukunft richtet, wo wir zur Aussöhnung und Versöhnung beitragen wollen und wo wir deutlich machen wollen, welche Verantwortung und Mitverantwortung auch das Deutsche Reich und damit Deutschland letztlich gehabt hat. So, nun warnt ausgerechnet die CSU, Herr Kasim, davor, dass wir in der Bundesregierung uns einen zu devoten Umgang mit der Türkei gestatten. Was würden Sie Herrn Seehofer antworten? Wo ist die Bundeskanzlerin devot? Sie, ein Stück weit teile ich diese Haltung, ja. Denn ich glaube, es gibt sehr viel mehr zu kritisieren, was, an der Regierung, was die Regierung Erdogan macht. Und man muss ja von der Regierung Erdogan sprechen, obwohl er ja nicht Regierungschef ist, weil er faktisch regiert. Und man hätte in vielerlei Hinsicht schon Dinge ansprechen und kritisieren müssen. Und zwar auch nicht mit dem Megafon, sondern einfach sachlich unter Partnern. Okay. Und sei es jetzt der Umgang mit Kurden, sei es Umgang, also Terrorbekämpfung, wie es die Türkei nennt, aber es ist ja unverhältnismäßig, sei es der Umgang mit Pressefreiheit. Es gibt eine ganze Bandbreite an Themen, die man zumindest offen diskutieren sollte und auch müsste, weil eben die Türkei eine Entwicklung nimmt seit, ich würde sagen, 2011, die besorgniserregend ist. So, und damit sind wir genau bei der politisch brisanten Frage, Frau Tempel. Sind wir in einer erpressbaren Situation und haben wir vor der Regierung Erdogan zu sehr eingeknickt?
Also ich habe es nicht so mit den ganz starken Vokabeln, dass wir eingeknickt sind und dass wir in einer zu devoten Situation sind. Mal abgesehen davon, dass ich es ulkig finde, wenn Seehofer sagt, wir sind zu devot gegenüber der Türkei und dann aber bei Putin aufkreuzt. Mhm. Das hat schon immer was besonders Hübsches und dann aber kein Wort darüber verliert, was dort passiert. Wir sind in einer Situation, wo wir es mit dem Regierungschef zu tun haben, der eben faktisch Regierungschef ist, der unverlässlich ist. Das ist auf jeden Fall klar, der erratisch ist, der zu starken Worten neigt, bei dem man immer gucken muss, meint er das jetzt auch, was er sagt? Und das kommt ja recht harsch drüber. Oder er meint es ganz offensichtlich innenpolitisch, das können wir sehen. Ja. Also der Gang in den autoritären Staat ist offensichtlich und der ist auch schon weit fortgeschritten. So. Mhm. Und bei dem wir uns immer schon fragen müssen, wird das, was wir da verhandeln, tatsächlich auch tragbar sein? Oder kommt da ein Moment, wo eben tatsächlich willkürlich, erratisch entschieden wird, dass das nicht mehr trägt? Das Risiko haben wir mit. Aber ich würde es schon ein bisschen anders sehen, weil wir im Grunde genommen auch von diesem Türkei-Abkommen was gewinnen. Wir gewinnen damit, dass wir das, was bisher geschehen ist, die Migrationswelle, die Flüchtlingswelle, die über die Ägäis kam, für die Flüchtlinge etwas sicherer machen. Und das ist auch ein humanitärer Punkt. Das sehe ich schon durchaus so. Die Zahlen sind etwas runtergegangen. Die Frage ist, ob wir wirklich allalong das so erreichen können, dass das Hauptziel, dass das rechtfertigen könnte, dass man Flüchtlingswege sicherer macht, ob das erreichbar ist. Und das wird in ganz großem Maß davon abhängen, was innerhalb der Türkei passiert, wie die Flüchtlinge behandelt werden, aber auch, wie verlässlich die Regierung bleibt. Okay, hier ist schon zweimal der Kopf geschüttelt worden. Vielleicht gucken wir uns doch ganz kurz zum Ordnen mal an, dass es jetzt nicht nur um Gefühle geht, sondern auch um ganz praktische Dinge in diesem Streit mit der Türkei um das Abkommen. Herr Trittin, ist das jetzt nur Folklore oder ist es eine ernstzunehmende Drohung? Nein, Folklore würde ich nie sagen, aber sehen Sie, es gibt Interessen. Die Türkei hat, und das muss man auch mal anerkennen, 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Mhm. Die Türkei hat ein massives Interesse daran, dass dieser Krieg an ihrer Grenze nicht eskaliert. Ich will nicht behaupten, dass sie ein Interesse hat, ihn völlig zu beenden. Sie hat da auch eigene Interessen drin gehabt. Und deswegen glaube ich, dass Europa in ruhiger Beständigkeit diese Gespräche mit der Türkei führen muss. Das Rücknahmeabkommen, das wird nach meiner festen Überzeugung an ganz anderen Dingen am Ende scheitern. Wenn es in der Türkei weiter den Weg in den autoritären Staat gibt, wenn die Türkei sich darüber immer weiter destabilisieren sollte, wenn damit klar ist, dass dieses kein sicheres Land ist, in das man Flüchtlinge zurückschicken kann, dann wird dieses ganze Problem, wir nehmen von der Türkei Menschen, aber dafür nimmt die Türkei Leute, die illegal rübergemacht haben, zurück, nicht mehr funktionieren. Und es wird im Übrigen auch nicht funktionieren, wenn es bei den jetzigen Zahlen bleibt. Ja. Die sind so lächerlich, dass sie nicht wirklich eine Entlastung für die Türkei besorgen. Mhm. Und das heißt, der Druck, der sich aufgrund der Flüchtlingsbewegung jetzt über die Ägäis erstmal gestoppt ist, die wird sich einen anderen Weg suchen. Mhm. Und dann wird dieses Abkommen auf diese Weise Makulatur werden. Aber dass der jetzt den Botschafter abberufen hat. Na ja, da sagte Herbert Wehner früher immer, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Das tun die. Okay, gut. Versuchen wir es noch mal zu ordnen. Visafreiheit ist für die Türkei ein ganz großes Thema, Herr Jung. Wenn die Türkei sagt, Visafreiheit und ansonsten kein Abkommen und es genau an diese Bedingung bindet, ist dieses Abkommen dann nicht jetzt schon mausetot? Nein, das ist nicht der Fall. Okay. Ich denke, auch Staatspräsident Erdogan hat das, denke ich, deutlich gemacht. Natürlich sind 65 Punkte schon erfüllt von diesem Visa-Abkommen. Es geht um 72. Es geht letztlich um diese Frage der Antiterrorgesetzgebung, konkret um das Thema Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Das sind Punkte, die letztlich die Wertordnung Europas und unsere gemeinsame Wertordnung betreffen. Und ich denke, die müssen wir nach einhalten. Und darüber muss jetzt noch weiter verhandelt werden. Und ich bin da durchaus hoffnungsvoll, dass man auch zu einem Ergebnis kommt. Okay. Ich will nur noch einen Aspekt auch sagen. Lassen Sie uns bitte die Debatte nicht nur verengen auf das Flüchtlingsabkommen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit der Türkei, beispielsweise in der NATO. Ich habe als Verteidigungsminister, kann ich nur von besten Beziehungen und Unterstützung reden in meiner damaligen Zeit. Wir sind in der OSZE, wir sind gemeinsam im Europarat. Wir sind wichtige Partner in der Wirtschaft, im kulturellen, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Also im Klartext, ich glaube, dass auch die Türkei
ein Interesse daran hat, dass wir weiterhin gute Beziehungen haben und dass das sowohl gilt für das Flüchtlingsabkommen, aber auch, dass ich hoffnungsvoll bin, dass wir auch zur Visa-Erleichterung Herr Jung, und damit kommen. Sind wir schon beim politischen Streit. Wenn jetzt aber tatsächlich mehr und mehr Kurden aus der Türkei Asylanträge in Deutschland stellen und auch kurdische Journalisten oder türkische Journalisten Asylanträge in Deutschland stellen, wie verfahren wir eigentlich mit denen? Also diejenigen, die eine politische Verfolgung erleiden, die haben auch ein Recht auf Asyl. Und von daher ist das nämlich eindeutig. Ich finde nur, dass auch die Türkei wieder zurückkehren sollte, eigentlich zu einem Prozess mit den Kurden. Den Herrn Singer frage ich jetzt gleich nach der Türkei. Und von Ihnen möchte ich wissen, wie sich Deutschland verhält. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und die Frage, dass die Türkei sich auch verteidigt, wenn sie durch die PKK entsprechend terroristisch angegriffen wird, das ist, glaube ich, zu akzeptieren. Aber es wäre trotzdem sinnvoll, finde ich, wenn man wieder zurückkehren würde zu einem Prozess, der nicht Immunität, beispielsweise Aufhebung für kurdische Abgeordnete bedeutet, sondern der hier versucht, die Kurden mit in einen Prozess einzubeziehen. Ich glaube, es wäre auch vorteilhaft für die Türkei. Herr Singal, ein bisschen eine gemeine Frage. Was glauben Sie, ist für wen wichtiger? Ist für Erdogan wichtiger, für die Türken endlich eine Visafreiheit zu bekommen? Oder ist für die Bundeskanzlerin wichtiger, dieses Rücknahmeabkommen durchzustehen? Bevor ich auf die Frage konkret eingehe, möchte ich noch mal vergegenwärtigen oder in Erinnerung rufen, wo wir denn herkommen, warum wir überhaupt über dieses Flüchtlingsabkommen reden. Wir reden deswegen darüber, weil 20 EU-Staaten nicht bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen. 500 Millionen haben es nicht geschafft, etwa 1 Million Flüchtlinge aufzunehmen. Haben wir in dieser Sendung, glaube ich, schon 20 Mal gesagt. Es bleibt ein beklagenswerter Umstand. Das ist richtig. Und deshalb sind wir, wie die Bundeskanzlerin so schön sagt, alternativlos? Oder haben wir Alternativen? Das weiß ich nicht. Also wir müssen mit der Türkei ein Abkommen in diesem Punkt erzielen. Mhm. Und vor allen Dingen, wir müssen uns die Frage stellen, woran orientieren wir uns, ob dieses Abkommen denn erfolgreich ist oder nicht. Wenn wir das allein aufgrund der Ankunftszahlen uns anschauen, dann müssen wir sagen, das Abkommen, das ist erfolgreich. Im Februar gab es noch 20.000 Menschen, die nach Griechenland gekommen sind. Und jetzt sind die Zahlen, Sie haben es gerade eben erwähnt, zwei- oder dreistellig. Mhm. Also das Abkommen, das greift. Und wenn wir uns noch einmal den Sommer 2015 und die Zeit danach vor Augen führen, da muss man noch sagen, es gab in Europa die Besorgnis, dass man die Außengrenzen der EU nicht mehr kontrollieren konnte. Mhm. Und man musste hin zu einer kontrollierten Einwanderungspolitik. Mhm. Und wenn man die nach wie vor haben möchte, dann muss man diesen Deal mit der Türkei machen. So, jetzt wandern wir wieder zu der türkischen Seite, weil danach möchte ich Sie gerne fragen. Was ist so schwer daran, diese 72 Kriterien, von denen Herr Erdogan eigentlich seit 2013 schon weiß, weil er sie als Ministerpräsident auch okay gezeichnet hat, zu erfüllen? Warum ist das plötzlich eine Beleidigung der türkischen Nation und geht zu weit und es wird nie eine Änderung der Antiterrorgesetze geben? Ob das eine Beleidigung der türkischen Nation, das weiß ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwer ernsthaft behauptet hat. Aber Sie müssen sich vor Augen führen, dass die Türkei gerade in einem Kampf gegen den Terror ist. Die Türkei ist umringt von gescheiterten Staaten und hat in irgendeiner Form diesen Terror in den Griff zu bekommen. Und in dieser Situation, da ist es natürlich für die Türkei schwierig zu sagen, okay, jetzt ändern wir mal die Antiterrorgesetze und dann können wir nicht mehr aktiv den Terrorismus bekämpfen. Sie müssen sich vor Augen führen, es gab einen schrecklichen Anschlag in Paris und da wurde der Ausnahmezustand erklärt. In der Türkei gibt es fast täglich Tote. Fast täglich Tote. Und die Bevölkerung, die möchte eine Lösung diesbezüglich haben. Und ich hatte es eben erwähnt, ich bin gerade eben aus der Türkei zurückgekommen und ich hatte den Eindruck, dass der Punkt Visafreiheit, der ist gar nicht so entscheidend für die Bevölkerung. Und wenn Herr Erdogan jetzt sagt, wir möchten die Visafreiheit, sonst gibt es keinen Deal, dann glaube ich schon, dass er das durchaus ernst meinen könnte, weil das nicht so ein brennendes Thema innerhalb der türkischen Bevölkerung zu sein scheint. Und insofern die Kirche doch im Dorf lassen. Selbstverständlich hat in Frankreich auf der Basis der französischen Verfassung den Notstand ausgerufen und den Ausnahmezustand nach den Anschlägen. Aber in Frankreich ist niemand auf die Idee gekommen, über 100 Abgeordnete unter Vorhalt, sie seien Terroristen, die Immunität zu entziehen. Und ist auch niemand auf die Idee gekommen, die Chefredakteur von Le Monde oder von Le Canard en Chine, weil sie einen Geheimdienstskandal enthüllt haben, zu 6 Jahren Knast zu verurteilen. Das ist der Unterschied. Sie verwechseln hinter Äpfel mit Birnen.
Herr Singerl, was wäre so schwer daran zu sagen, ein Kollege wie Herr Kasim von Spiegel Online ist berechtigt, aus der Türkei Bericht zu erstatten? Was wäre so schwer daran zu sagen, andere ausländische Kollegen sollen weiter das Recht haben, aus der Türkei Bericht zu erstatten? Warum, glauben Sie, versucht Erdogan aus diesem Land jetzt eine Art Autokratie zu machen? Und das offensichtlich sehr erfolgreich mit einigermaßen martialischen Mitteln. Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Also Erdogan versucht nicht, aus dem Land eine Autokratie zu machen. Okay. Das, was jetzt diskutiert wird und das, was inzwischen seit 40, 50 Jahren diskutiert wird, ist die Einführung eines Präsidialsystems. Und dieses Präsidialsystem, das wird derzeit diskutiert. Und Sie haben gerade eben die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten angesprochen. Und hier möchte ich noch mal in Erinnerung rufen, die Verfassungsänderung, die dafür notwendig war, die ist mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament gebilligt worden. Es gibt 4 Parteien im türkischen Parlament und 3 haben dem zugestimmt. Also die kemalistische CHP nicht vollumfänglich, aber viele Abgeordnete haben da zugestimmt. Das heißt, es gibt eine breite Mehrheit für die Aufhebung der Immunität. Das heißt, Sie sagen, es ist ein grunddemokratischer Vorgang gewesen, die HDP-Abgeordneten quasi ihre Ämter oder ihre Mandate zu entheben? Entschuldigung, das ist nicht geschehen. Also es wurden die Immunitäten von 138 Abgeordneten aufgehoben, ganz genau. Für diejenigen, für die es ein Ermittlungsverfahren gibt. Und darunter waren auch 50 HDP-Abgeordnete, 51 der CHP und 27 der regierenden Abgeordneten. Das ist der Fakt. Und die HDP war eine Partei, die gesagt hat, wir würden so einen Antrag einreichen. Sie hat als allererstes einen Antrag eingereicht zur Aufhebung von Immunität aller Abgeordneten. So, und wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt, eine verfassungsändernde Mehrheit sich gefunden hat im türkischen Parlament, dann finde ich das grunddemokratisch. Und man macht Ihnen dann jetzt eigentlich was zum Vorwurf? Beleidigung des Türkentums? Oder was glauben Sie, wird man diesen Abgeordneten dann zum Vorwurf machen, den HDP-Abgeordneten? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Es gibt Ermittlungsakten. Es sind unterschiedliche individuelle Verfahren. Einigen von denen wird natürlich Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Und wieder anderen sind das andere Delikte. Ich weiß nicht, welche Delikte es da geht, aber auch 138 Abgeordnete sind davon betroffen. Man hat dann gesagt, okay, bei allen Abgeordneten, für die es ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, da macht man den Weg für die Strafverfolgung, für die individuelle Strafverfolgung frei. Und warum hat man das gemacht? Man hat das gemacht, weil man eben nicht eine Partei verbieten wollte. Man wollte innerhalb dieses demokratischen, freiheitlich-demokratischen Systems man macht so aber auch den Weg dafür frei, tatsächlich dann eine Mehrheit in dem türkischen Parlament dafür zu haben, die Präsidialmonarchie einführen zu können. Sagen wir mal, Ihre Vermutung würde eintreten, dass jetzt die 50 HDP-Abgeordneten, die die Immunität entzogen bekommen haben, dass gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, dass die rechtskräftig verurteilt werden und somit das Mandat endet. Wenn das so ist, dann müsste in den Wahlgebieten, wo die HDP die Wahlen gewonnen hat, da musst du noch mal neu gewählt werden. So, und wenn die HDP dann im Prinzip dieselbe Unterstützung aus der Bevölkerung erlangt, dann werden doch HDP-Abgeordnete wieder in das Parlament gewählt werden. Aber wie wunderbar, dass man jetzt die ganze Zeit sagt, die HDP sind aber Terroristen. Das gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Wahlchancen für die HDP im Moment sehr, sehr niedrig sind. Insofern ist das natürlich wunderbar, dass es jetzt gerade passt. Man kaschiert das wunderbar. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie und auch Leute, die wie Sie argumentieren, unter Realitätsverweigerung leiden. Denn es ist, ich wäre ja völlig mit Ihnen, wenn es darum ginge, Terror zu bekämpfen. Kein Staat kann sein Gewaltmonopol abgeben, kein Staat kann sich erpressen lassen von Leuten mit Waffen in der Hand. Das verstehe ich. Und dass man das bekämpft, verstehe ich auch. Aber dann fahren Sie doch mal in die Gegend, wo diese Terrorbekämpfung stattfindet. Da ist kein Antiterror. Das ist wirklich ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Da werden Straßenzüge platt gemacht, da liegen Leichen in den Straßen. Ich habe einen Vater getroffen, der sein Kind nicht beerdigen konnte, weil er nicht raus. Er hat das Kind tagelang in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt. Und dann kommt immer da ist die PKK schuld. Das stimmt doch nicht. Das Militär setzt die Zivilbevölkerung dermaßen unter Druck und vergibt so eine Art kollektive Schuld. Also nur weil sie vielleicht nicht sich kritisch äußern oder vielleicht sogar Sympathien hegen für die PKK. Mag ja sein. Man kann die nicht alle umbringen. Selbstverständlich nicht. Man muss aber jetzt hier auch noch mal, damit hier die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein ganzes Bild haben, muss man sich mal vergegenwärtigen, was HDP-Politiker alles öffentlich verlautbart haben. Es wurde gesagt, die PKK wird die Türken in ihrer Spucke ertränken. Es wurde gesagt, dass man irgendwann, wenn die Zeit dafür reif ist, Denkmäler des Terrorführers Abdullah Öcalan errichten wird. HDP-Abgeordnete, die wurden erwischt, als sie dabei waren, Granaten, Sprengstoff, Munition und Gewehre in ihrem Auto zu transportieren. Das
Das sind alles Fakten. Und eine andere HDP-Politikerin hat gesagt, zu gegebener Zeit werden wir ganz genau wissen, wie man Kalaschnikows einsetzt. Und in dieser Gemengelage befindet sich gerade die Türkei und das ist nicht vertretbar. Herr Singer, also der Chef der HDP, Herr Demirtas, hat sich natürlich distanziert von der PKK und das wissen Sie auch. Es hat von der HDP seitens der gesamten Spitze dieser Partei in dem ersten Wahlkampf für den Juni immer das Bekenntnis dazu gegeben, eine Vielvölkerpartei sein zu wollen und eben nicht in diesen alten kurdischen Befreiungskampf einsteigen zu wollen, den die PKK pflegte. Und Herr Öcalan ist im Gefängnis vom Geheimdienstchef Erdogans besucht worden, weil man im Jahre 2013 einen Friedensprozess begann. Wo ist der hin, dieser Friedensprozess? Der übrigens Kurde ist der Geheimdienstchef, das war nur am Rande. Ja, warum erinnert man sich daran nicht mehr, dass man auch da schon mal ein Stückchen weiter war? Da war man in der Tat ein Stückchen weiter, aber die HDP hatte im Prinzip die historische Aufgabe, sich von der Terrororganisation PKK loszusagen. Das hat die HDP nicht geschafft. Das sagen Sie? Das sage ich, das ist auch so. Letztens im Parlament, da haben die HDP-Abgeordneten noch PKK-Märsche gesungen, als sie das Parlament verlassen haben. Und sie hat es leider nicht geschafft, sich von der PKK loszulösen. Die PKK hat einen enormen Einfluss auf die Abgeordneten in der HDP. Überlegen Sie sich mal. Ein Augenblick, Herr Trittin. Ich möchte eins, damit mal klar ist, in was für einer Zwangslage auch einige HDP-Abgeordnete sind. Es gab da mit Sicherheit auch Kräfte, die verstärkt sich von der PKK lossagen wollten. Die haben sich aber nicht durchsetzen können. Die ist PKK-dominiert, die HDP. Eine Abgeordnete der Linken hat öffentlich bekundet und gesagt, dass die PKK keine Terrororganisation ist, sondern die PKK so eine Art politische Ideologie darstellen würde. Ja, was glauben Sie denn, was für einen Druck die HDP-Abgeordneten in der Türkei haben, wenn selbst eine deutsche Bundestagsabgeordnete so etwas Absurdes behauptet? Das Ganze wäre ja im Grunde genommen wesentlich glaubwürdiger, wenn man es tatsächlich auf die Terrorbekämpfung allein. Aber wir sehen seit einigen Jahren eine systematische Verfolgung von Journalisten unter dem Mäntelchen der Terrorbekämpfung. Wir sehen eine systematische Verfolgung von Wissenschaftlern unter genau dem gleichen Mäntelchen. Wir sehen, und das hat mit den Gezi-Park-Protesten angefangen, eine enorme brutale Reaktion auf etwas, was ich finde, was das Recht eines jeden Bürgers ist, nämlich darüber ein Sagen zu haben, was in seiner eigenen Stadt zu passiert und dem Ausdruck zu geben. Wir sehen eine enorme Brutalität in der Umformung des Justizapparates. Das sind doch alle die Faktoren, die uns dazu führen. Und ich finde, mit einigem Recht zu sagen, das geht einen ganz gruseligen Weg. Das geht den absoluten Weg, nicht in die Präsidialdemokratie, sondern in den Autokratismus. Und das ist so tragisch in dieser Weise, dass damit Erdogan im Grunde genommen die Erfolge, die er in den ersten Jahren seiner Amtszeit durchaus gehabt hat, vollkommen zerstören wird. Herr Trittin, kann man diesem Gedanken folgen? Tatsächlich auch befürchten, dass mit diesem Präsidialsystem die Türkei Russland immer ähnlicher wird? Das weiß ich nicht, weil es sind zwei verschiedene Länder. Ich glaube, das größte Verbrechen, was die HDP begangen hat, war, dass sie bei der vorletzten Wahl verhindert hat, dass er Erdogan eine Mehrheit gekriegt hat. Ja. Und das ist der Grund, warum der Friedensprozess zwischen dem Geheimdienst und der Terrororganisation PKK beendet worden ist, weil man die Eskalation brauchte, um bei den Folgewahlen diese Mehrheit hinzubekommen. Und das ist der Kern des Ganzen, um das es geht. Hier wird der Terrorismus als Keule benutzt, weil man eine demokratische Mehrheit versucht hat zu konterkarieren. Und das ist der Kern dieses Konflikts. Seitdem erleben wir schrittweise die Verschärfung. Was im Übrigen die PKK angeht. Ich bin kein Freund von denen. Die sind mit guten Gründen als Terrororganisation eingestuft. Nur ehrlich gesagt, ich weise auch darauf hin, dass sie mit anderen Kurden, die auch zu Waffen greifen, bestens kooperieren. In irakisch-Kurdistan mit Barzani. Auch da sagen sie plötzlich, das ist in Ordnung. Sie haben mit zur Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass die syrische PKK die Sinjar-Gebirge zurückerobert hat und viele Jesiden gerettet hat. Auch das muss man der Vollständigkeit halber zur Kenntnis nehmen, auch wenn man kein Freund der PKK ist. Wie wird, Herr Kasim, tatsächlich das auch wahrgenommen, außenpolitisch, innenpolitisch, dass ja auch die NATO-Partner USA beispielsweise in Bezug auf die PKK sich anders verhalten? Die Peschmerga sind die guten Kämpfer, die PKK sind die bösen Kämpfer. Diese Unterscheidung mit den Kurden in Nordsyrien ist gerade gemacht worden. Wie konzise ist eigentlich das, was wir da als, also was der Westen da als seine Strategie ausgibt?
Na, es wird schon sehr kritisch wahrgenommen. Ja, es gab kürzlich Bilder von amerikanischen Soldaten mit Abzeichen von kurdischen Kampfverbänden. Es ist sicherlich so, ich kann die türkische Sicht verstehen, wenn man sagt, jetzt sind die PKK-Leute plötzlich die Guten, weil die sozusagen im Sinne des Westens IS bekämpfen. Auf der anderen Seite muss man sehen, es sind kurdische Einheiten verschiedener Verbände, Peschmerga, PKK und deren Unterorganisationen, die tatsächlich die Drecksarbeit machen. Und Herr Singal sagte, die Türkei sei umzingelt von Feinden und von problematischen Staaten. Gescheitert. Auch da wieder, oder gescheiterte Staaten. Naja, die Türkei hat den größten Anteil daran. Die Türkei hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Lage in Syrien ist, wie sie ist. Also insofern muss man auch da sehen, wie die Verantwortung ist. Wenn wir uns dieses System in der Türkei noch mal anschauen, das eben auf ein Präsidialsystem, Herr Singal, hinausläuft, das gönnen wir uns vielleicht noch mal, damit wir es verstehen, mit welcher Motivation das geschehen soll. Also warum ein Wahlergebnis im Juni nicht gut genug war aus der Sicht Erdogans und es dringend eine neue Wahl geben musste mit einem anderen Ergebnis. Schauen wir noch mal, was der Plan ist. So, Herr Jung, vielleicht erklären Sie uns das. Warum kritisieren die Europäer so sehr diesen geplanten Umbau zu einem Präsidialsystem, wenn die Türken offensichtlich mehrheitlich damit überhaupt kein Problem haben? Also man muss da mal sehen, in welcher Art und Weise das geschieht. Ich meine, eine gesamte Fraktion sozusagen als Terrororganisation abzustempeln, die Immunität aufzuheben, um eine solche Mehrheit dann letztlich gestalten zu können, das finde ich, hat mit demokratischen Prozessen und mit europäischen Werten aber auch gerade gar nichts zu tun. Und der zweite Punkt, es hat ja durchaus auch einen Wechsel beim Ministerpräsidenten gegeben. Das ist zwar öffentlich alles anders dargestellt worden, aber die Wahrheit ist doch die, dass der vorherige Ministerpräsident genau diesen Weg nicht mitgehen wollte. Dass er eben nicht die Zweidrittelmehrheit dort gewährleisten wollte, um entsprechend sozusagen Erdogan mehr Kompetenzen zu geben. Erdogan hat als Staatspräsident festgestellt, dass er im Grunde genommen mehr repräsentative Aufgaben hat nach der Verfassung und eben nicht das, was er als Kompetenz gerne haben will. Und deshalb will er das jetzt umstrukturieren in ein entsprechendes Präsidialsystem. Wenn das in einem demokratischen Prozess geschieht, im Rahmen einem Verfassungsprozess, der offen diskutiert wird, dann ist das etwas anderes. Wenn es aber geschieht, indem man eine ganze Fraktion sozusagen des Terrorverdachtes unterzieht, um letztlich durch Immunitätsaufhebung dann zu entsprechenden Mehrheiten zu kommen, dann hat das mit Demokratie und dann hat das mit unseren europäischen Werten aber auch gar nichts mehr zu tun. Herr Singal, an Sie eine identische Frage. Was gewinnt Erdogan in einem solchen Präsidialsystem, was er jetzt nicht schon hat? Es geht nicht darum, was Erdogan in einem solchen System gewinnt. Also die Diskussionen über die Einführung eines Präsidialsystems, die laufen ja schon seit Jahrzehnten in der Türkei. Stimmt. Und einfach vor dem Hintergrund, dass man schlechte und negative Erfahrungen gemacht hat mit Koalitionen. Nachdem 1960 das Militär die türkische Regierung gestürzt hat und im Anschluss den türkischen Ministerpräsidenten gehängt hat, gab es seit 1960/61 65 verschiedene Regierungen. Das heißt, die türkische Bevölkerung hatte negative Erfahrungen mit einem solchen System. Und deswegen möchte die türkische Bevölkerung über ein solches Präsidialsystem entscheiden. Und das muss die türkische Bevölkerung selber tun. Es gibt im Übrigen zwei Wege. Sie haben die Zweidrittelmehrheit angesprochen. Das wäre der einfachste Weg, um die Verfassung zu ändern. Ein anderer Weg wäre, wenn man eine Dreifünftelmehrheit hat. Das heißt, 330 Abgeordnete fände. Die regierende AK-Partei hat 317. Der Parlamentspräsident darf nicht mitstimmen, also 316. Wenn 14 Abgeordnete noch gefunden werden, dann wird darüber eine Volksabstimmung stattfinden. Und das wäre ein alternativer Weg, den man gehen könnte. Okay. Frau Tempel, was bedeutet das für all unsere Bündnisse mit der Türkei, wenn wir plötzlich nicht mehr den Präsidenten Erdogan, sondern das Präsidialsystem Erdogan im Vis-à-vis haben? Sie meinen, wenn das, was jetzt doch so ein bisschen so ein Fetzen demokratisch ist, dann tatsächlich richtig in eine Autokratie... Opposition ist anstrengend, Koalitionen sind anstrengend. Ja, Autokratien sind einfach immer etwas unverlässlicher, um mal das Minimum zu nennen. Das ist wahrscheinlich das Understatement des Jahres. Die sind immer erratischer, die sind immer unverlässlicher. Das ist schlecht. Und das wollen wir im Grunde genommen ja nicht mehr. Abgesehen davon wird die Türkei davon einfach auch ein schwächerer Staat. Das, was wirklich, das habe ich vorhin versucht zu sagen, das, was wirklich geschafft worden ist in den ersten 5 Jahren, eine Bevölkerungsschicht mit einzubeziehen, die unter den kemalistischen Eliten nicht dabei war, die konservativen, religiösen Gruppierungen aus Anatolien, das war eine gute Sache. Dann darf man aber nicht hinterher gehen und sagen, prima, jetzt sind wir die Macher und jetzt schuppern wir die Kemalisten raus, was ja im Grunde genommen passiert und andere Gruppen auch, die störend sind. Das heißt, es wird immer willkürlicher, es wird immer unverlässlicher und das können wir uns nicht wünschen. Das Einzige, woran wir uns dann im Zweifelsfall festhalten können, ist, dass tatsächlich
da, wo Abkommen noch gegenseitigen Interessen dienen, dass es da noch hält. Aber es wird halt wirklich wackeliger. Es wird einfach wackeliger. Die 80.000 Kurden, die in Deutschland leben, Herr Trittin, werden natürlich Zuwachs bekommen. Es wird mehr Menschen aus der Türkei geben, die sich auch in Richtung Deutschland auf den Weg machen. Was heißt das für diesen türkisch-kurdischen Konflikt innerhalb dieses Landes, innerhalb unseres Landes? Wir haben ja jetzt einen Vorgeschmack erlebt, wie sich so etwas radikalisieren kann. Ich fürchte, dass so eine innenpolitische Verschärfung innerhalb der Türkei auch nicht ohne Folgen für die Gruppe bleibt, die mit Herkunft oder Herkunft ihrer Eltern oder Großeltern hier in Deutschland als Staatsbürger leben. Das trägt natürlich Spannungen hier auch in die Bevölkerung rein. Ich will nur eine Bemerkung machen, weil mir das vorhin, wo Sie gesagt haben, das hat ja so eine schöne Mehrheit gegeben. Ich will Ihnen mal was zum Nachdenken mitgeben. Warum spricht man in Deutschland mit Blick auf die Übernahme der Macht von Hitler von der Übertragung der Macht und nicht der Machtübernahme, wenn man sich korrekt ausdrückt? Ganz einfach, weil er in dem entscheidenden Moment erstmal eine Mehrheit bekommen hat. Absolut, er ist gewählt worden. Mhm. Und es war eine der Lehren, die wir aus dieser Geschichte gezogen haben, dass das Mehrheitsprinzip begrenzt wird durch einen Kanon von unverrückbaren Werten und dass es Kontrollmechanismen gibt. Und genau das sind Sie gerade dabei, mit der Aushebelung der Justiz, mit der Aushebelung der Meinungsfreiheit zu zerstören. Und das ist der schlimme Weg, auf den sich die Türkei begeben hat. Herr Singer. Ich finde den Vergleich mit Hitler finde ich ziemlich hart, Herr Trittin. Und ich finde den auch. Ist auch hart gemeint. Das habe ich so auch so verstanden. Aber ich finde den nicht gerechtfertigt, dass Sie jetzt Herrn Erdogan oder das, was in der Türkei gerade vollzogen wird, mit Hitler vergleichen. Es geht um die Einführung eines Präsidialsystems. Und Sie haben von Check and Balances gesprochen. Und genau diese Check and Balances, die werden derzeit diskutiert in der Türkei. Es gibt Ausschüsse, die beschäftigen sich einzig und allein mit der Frage, wie ein solches Präsidialsystem aussehen könnte und welche Check and Balances implementiert werden müssen. Von daher kann ich Ihre Einschätzung absolut nicht teilen. Mhm. Die Griechen sind jetzt dabei, syrische Flüchtlinge nicht in die Türkei zu schicken, mit der Begründung, dass es sich bei der Türkei nicht um ein sicheres Drittland handelt. Herr Jung, reden wir in Bezug auf die Türkei noch von einer Demokratie? Also deshalb wollte ich mich noch mal zur Wortmeldung deutlich machen. Wir haben einen Prozess eingeleitet, auch in Europa, wo es darum geht, Rahmenbedingungen zu eröffnen, auch für die Türkei, wenn sie die entsprechenden europäischen Werte einhält. Alles, was zurzeit geschieht, hat mit den europäischen Werten aber auch überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn die Türkei eine Perspektive haben will für Europa, dann muss sie zurückkehren zu diesen europäischen Grundwerten und muss all das, die Situation, die wir gerade diskutiert haben und wie sie sich entwickelt, Frage Informationsfreiheit, Frage Meinungsfreiheit, Frage demokratischer Prozess, das hat mit den europäischen Werten sehr viel zu tun. Und deshalb, glaube ich, muss die Türkei sich dringend ändern, um den Prozess, der eingeleitet worden ist, auch für die Türkei, wo Kapitel geöffnet worden sind, um hier eine Chance zu haben, überhaupt diesen Weg gehen zu können. Wie es zurzeit in der Türkei geschieht, hat es mit europäischen Grundwerten nichts mehr zu tun. Aber da kann man ja die Kapitel 23, 24 öffnen und all das dann im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen debattieren. Das wäre doch eine perfekte Gelegenheit dafür. Aber dann müssen sich doch die Rahmenbedingungen etwas ändern. Herr Kasim, Sie haben in einem sehr konkreten, nämlich im persönlichen Fall erlebt, was es heißt, wenn man plötzlich nicht mehr kann, wenn man als Journalist in diesem Land nicht mehr arbeiten darf. Wie ist Ihnen das verständlich gemacht worden? Also mir ist es verständlich gemacht worden, indem man einfach meine Akkreditierung nicht verlängert hat. Das ist aber etwas, was, also diese Drohung, dass man nicht mehr arbeiten darf, dass man nicht berichten darf, das spüren alle Auslandskorrespondenten. Viel schlechter geht das den einheimischen Journalisten, denen ganz klar gemacht wird, wenn ihr bestimmte Dinge schreibt, landet ihr im Gefängnis, schlimmstenfalls, oder ihr verliert euren Job. Und das ist auch der Grund, und deswegen finde ich es auch richtig, dass ausländische Journalisten so sehr kritisch und scharf auch berichten, weil türkische Journalisten mehrfach mir gesagt haben, wir können es ja nicht mehr. Ihr seid die Einzigen, die es noch machen könnt. Euer Verlust ist da nicht so groß, weil ihr maximal aus dem Land fliegt. Wir landen 5 Jahre im Gefängnis. Aber wir landen 5 Jahre und finden auch nie wieder einen Job. Ja.
Insofern, ihr müsst es tun. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir dranbleiben. Das heißt auch, dass Ihre Aufforderung an die deutsche Regierung heißt, in diesem Kampf um eine Demokratisierung der Türkei nicht nachzulassen, obwohl wir so abhängig sind von der Regierung Erdogan? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, es liegt nicht an mir, die Bundesregierung zu irgendwas aufzufordern, aber ich bin schon der Meinung, die Bundesregierung, ja, das stimmt, die Bundesregierung, stimmt, in der Türkei dürfte man das nicht. Also man sollte nicht schweigen. Ich halte es für falsch zu schweigen. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass man nicht immer auf die laute Art und Weise sein Ziel erreicht. Oft reicht die Diplomatie im Hintergrund. Mhm. Aber es kommen Punkte, und man sieht einfach die Entwicklung in der Türkei in den vergangenen Wochen und Monaten, sei es extra drei, sei es Böhmermann und so weiter und so fort. Es nimmt ja immer größere Ausmaße an. Und Herr Erdogan glaubt also auch, dass er sich immer mehr erlauben kann, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, auch als Bundesregierung, und sagen muss, so geht das nicht. Wenn der Deal platzt, Herr Jung, gönnen wir uns diesen Gedanken auch noch mal, gönnen in Anführungsstrichen. Wenn dieses Abkommen platzt, auf welcher Basis auch immer oder durch welche erratische Reaktion auch immer, würden wir dann eine Lösung in Europa finden müssen, glauben Sie? Oder ist die Bundeskanzlerin mittlerweile so allein, dass das nicht gelingen wird? Also erstens ist die Bundeskanzlerin nicht allein. Und zweitens sage ich Ihnen, natürlich müssen wir unsere europäischen Außengrenzen schützen. Und ich finde nur, dass dieser Deal, wie Sie es bezeichnet haben, dass er nicht platzen wird, sondern es gibt auch ein türkisches Interesse. Das, glaube ich, muss man in dem Zusammenhang auch sehen. Wenn man auch deutlich sagen muss in dem Zusammenhang, dass die Türken hier eine enorme Leistung erbracht haben, dass sie fast bis zu 2 Millionen Flüchtlinge hier haben. Ja. Und deshalb denke ich, erstens wird diese Vereinbarung auch in Zukunft gelten. Mhm. Aber zweitens, man muss deutlich darauf hinweisen, und das macht die Bundeskanzlerin, dass hier Rahmenbedingungen hier eingehalten werden müssen, die im Grunde genommen unserer, und das sage ich noch einmal, europäischen Grundordnung entsprechen. Wobei, ein Widerspruch will ich noch sagen, ich werde keine falschen Beispiele nehmen. Der Fall Böhmermann eignet sich dazu aus meiner Sicht nicht. Denn Pressefreiheit ist nicht Beleidigungsfreiheit. Und von daher würde ich da keine falschen Beispiele nehmen. Aber zurückzukehren zur europäischen Werteordnung, das wäre die Verantwortung, die jetzt die Türkei zu erfüllen hat. Aber vielleicht muss eine Bundeskanzlerin nicht zwingend persönlich sagen, dass etwas bewusst beleidigend ist, weil es ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Das wäre schon eine andere Lösung. Haben wir hier auch schon schlau diskutiert in dieser Sendung. Und wir fragen noch mal, wenn der Deal platzt, Frau Tempel, um auch diesen Gedanken zu ziehen, funktioniert trotzdem noch ein bilaterales, altes Abkommen zwischen Griechenland und der Türkei, das aus dem Jahre 2001 datiert und dafür sorgt, dass all die Menschen, die eben schon in früherer Zeit über die Ägäis kamen, tatsächlich Aufnahme finden in Griechenland und dann in die Türkei kommen? Es kommt ein bisschen auch darauf an, wie gut wir Griechenland helfen, das zu bewältigen, was es jetzt zu bewältigen hat. Weil das, was wir jetzt sehen, ist wirklich auch eine neue Angelegenheit. Wir haben diese Art von Flüchtlingsbewegung in dieser Form, in diesem Ausmaß noch nie gehabt. Deswegen müssen wir da ohnehin neu denken. Wenn wir da alte Abkommen haben, umso besser. Noch besser ist, wenn wir den Griechen dabei helfen, dass sie das dann noch bewältigen können. Hier machen wir einen Punkt und sagen ganz herzlichen Dank an diese Runde für den tieferen Blick in die Historie, in die türkisch-deutsche Historie und den Blick nach vorn. Markus Lanz ist jetzt dran und hat unter anderem Seda Somuncu zu Gast. Und wir sind dankbar, dass Herr Kasim die nächsten 30 Minuten noch all Ihre Fragen beantworten wird, die Sie zu unserem Thema unter Garantie haben. Ganz herzlichen Dank für diese Runde. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Donnerstag. Schön mit Öl. Danke. Ciao, 22.15 Uhr.